Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zuschauen. Heute Abend, dass Sie beim Kölner Treff sind. Das Publikum hat hier sehr gute Laune, wie immer beim Kölner Treff. Und ich habe eine sehr schöne Gästerunde für Sie bereit. Und ich fange an mit einer der, wie ich wirklich finde, tollsten, wunderbarsten deutschen Schauspielerinnen überhaupt, die sich für ihren Beruf im Zweifelsfall sogar einmauern lässt. Und ich sage herzlich willkommen, Christiane Paul. Hallo. Ein schöner Satz, wie ich finde. Die Mutter sagt über sie, Lotta ist zwar schwerbehindert, aber sie ist bereit für die Welt. Wie weit ist es denn bei uns im Land mit der Inklusion? Das möchten wir von ihr erfahren, von der Mutter. Sandra Roth, herzlich willkommen. Die besonders schwierigen Charaktere sind seins, ob es da Judas ist oder Caligula. Ich freue mich auf einen Schauspieler, der manchmal so spielt, als ginge es wirklich um sein Leben. Ben Becker. Danke. Was im Leben wirklich wichtig ist, das war ja immer wichtiger als der schnöde Erfolg, selbst der in Hollywood. Sie ist gekommen aus dem bayerischen Land und ich freue mich auf Marianne Segebrecht. Schön, dass du da bist. Als Kind tanzte er schon auf den Tischen, aber längst wurde er ein großer Begriff, ein großer Name in der Welt des Tanzes, der Show überhaupt, Entertainment. Mit Weltstars hat er zusammengearbeitet. Ich freue mich, dass er endlich heute Abend hier ist. Zahle Kalei, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und dieser Mann hat zwei Heimatländer, in denen die Menschen gut und gerne leben wollen. Ich freue mich, dass er hier ist. Es geht um die deutsch-französische Freundschaft mit Alphonse heute Abend. Alphonse! Es war die Woche der deutsch-französischen Freundschaft. Wir haben Bilder gesehen, des Beisammenseins von Merkel und Macron. Ich dachte mal, die sind ein Liebespaar. Also wirklich auch Fotos und bewegte Bilder. Auf welcher Seite standst du eigentlich? Standst du dann vom Herzen auf der französischen Seite bei Macron oder bei Merkel? Du hast beide Staatsbürgerschaften. Ja, genau. Ich habe mittlerweile tatsächlich beide Staatsbürgerschaften. Es gibt Dinge, wo ich mich also sehr, immer noch sehr französisch fühle. Es gibt Dinge, wo ich mich mittlerweile ziemlich deutsch fühle. Bei der Liebe, das waren wirklich Liebesbilder. Das ist als ob, weißt du, wenn ich 50% Deutscher und 50% Franzose, normalerweise diese Teile, die streiten sich und auf einmal war ich eins. Ich dachte, oh, wenn also Macron und Merkel ein Paar werden, dann bin ich also so ausgeglichen wie noch nie. Ist fantastisch. Also ich glaube, nur für die Frau von Macron war es eine schwierige Woche, aber sonst. Ja gut, aber man muss ja mal eins sagen, es gibt noch eine andere. Wenn du sagst, da bin ich so gespalten, 50-50, Handball diese Woche, Frankreich-Deutschland, jetzt mal im Ernst. Haben wir gut gemacht. Wir haben doch unentschieden. Ich habe mich informiert für die Sendung, weil ehrlich gesagt, Handball ist nicht so ganz mein Ding. Aber ja, ich ahnte schon, dass so eine Frage natürlich kommt. Es ist, du musst auch wissen, dass das erzähle ich immer wieder, aber es stimmt wirklich, für Deutschland ist es sehr wichtig zu gewinnen. Ihr liebt, es ist so, ihr liebt wirklich die Sieger. Für euch ist Siegen ist gut, auch in der Wirtschaft. So, wow, wir sind Weltmeister in Export und so. In Frankreich, das interessiert niemand. Also, weißt du, zum Beispiel, also wir sind Weltmeister in Fußball. Entschuldigung, dass ich das erinnere. ja, aber es hat wirklich wahr. Es hat Spaß gemacht, Weltmeister zu werden, eine Woche. Und dann fanden wir es wirklich langweilig, weil in Frankreich, wir mögen keine Sieger. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das weißt, der Lieblingssportler von Frankreich, von aller Zeiten. Seit 30 Jahren gibt es Umfragen, er kommt immer als Nummer 1. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist Raymond Poulidor. Das ist ein Radfahrer. Seine Eigenschaft,
Er hat nie den Tour de France gewonnen. Er war immer Nummer zwei und wir lieben ihn in Frankreich. Er ist der Allerbeste. Wäre in Deutschland nicht denkbar, aber in Frankreich ist es so. Es gibt lustigerweise nur einen Sieger von dem Tour de France, der sehr populär ist in Frankreich. Das ist alt. Das war 1903. Der Typ hat tatsächlich Tour de France gewonnen. Das war die erste Tour de France. Und ist trotzdem populär, sehr populär sogar. Weißt du warum? Er hat zwar gewonnen, es war eine Geschichte, er hat zwar gewonnen, aber Monate später ist es rausgekommen, er hatte Teile der Strecke mit der Bahn gefahren. Und dann sagen wir, also der Typ ist toll. Das sind die anderen. Also insofern, gewinnt alles, was ihr wollt. Wir gönnen euch das. Gewinnt also ein Finale im Handball. Frankreich, Deutschland wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben. Nein, leider, aber glaube ich nicht. Also, genau. Ich nicht. Also aber gewinnt alles. Und wir, es ist wirklich wahr, in Frankreich sind die eher die Leute, die traurig sind, die verlieren und so. Das sind die Gewinner. Jetzt guckt doch bitte mal Macron an. Das ist doch der geborene Siegertyp. Genau, und der war ungefähr einen Monat populär. Okay. Ist so. Es ist noch nicht so schlimm wie François Hollande, aber er geht schon langsam in die Richtung. Gelbwesten, Stichwort. Hein? Das ist schon, was in Frankreich aber jetzt passiert. Hollande konnte man sich auf einer Vespa vorstellen. So albern das war, wenn er zu seiner Geliebten fuhr. Aber Macron fährt doch keine Vespa. Nee, der muss auch nicht keine, um unbeliebt zu sein. Also am Anfang, ich weiß, in Deutschland ist er immer noch ziemlich beliebt, oder? Ihr habt immer noch dieses Gefühl von, oh, er könnte was bewegen und etc. Das war doch so ein bisschen, fast so ein bisschen wie Obama-Effekt, ne? Also erstmal hatte man Angst vor dem Rechten, dann kam dieser strahlende, gut aussehende Typ. Und wir alle dachten, wow. Wie war das bei dir, Christian? Da fandst du auch, der Typ, der weiß es jetzt. Der hat auch tolle Reden gehalten und so. Ich fand den auch toll. Man hatte den Eindruck, da bewegt sich wirklich was. Und en marche, das war so griffig. Stimmt, ein bisschen hat man an Obama gedacht. Und man war froh, dass Marine Le Pen natürlich... Ja. sofort geschlagen war, letztlich. Das war wichtig, das ist klar. Also ganz viele haben ihn nicht gewählt, sondern die haben gegen Le Pen gewählt. Und das hat er blöderweise vergessen. Und er kam dann mit so einer... Nee, ist wirklich wahr. Er kam mit so einer Arroganz nach dem Motto, jetzt bin ich der König. Das ist das Problem. In Frankreich, guck mal, also in Deutschland, der Kanzler, die Kanzlerin, die Dienstwohnung, das ist, habe ich mir sagen lassen, ich habe es nie gesehen, aber das ist eine Dreizimmerwohnung. In Frankreich, das ist ein Palast. Und gleich denkt er, also und alle Präsidenten in Frankreich ging es so, die denken, die sind der König. Und der König in Frankreich, der ist, also es ging nicht gut, also kopflos war er. So, ja. Und genau, insofern, und das ist wirklich ist ernsthaft eine Krankheit von Frankreich, dass die Präsidenten werden, also isolieren sich, also und bei Macron, das ist so, der ist sehr arrogant geworden, jetzt boom, Gelbweste, weil in Frankreich, das ist... Ja, Christian sagt gerade, da bewegt sich was, war die Hoffnung, jetzt bewegt sich was, aber mit den Gelbwesten. Ja, da bewegt sich was. Gegen ja, genau. Ihn, ja. Also das ist, und diese Gelbwesten ist auch sehr, was sehr Merkwürdiges, weil man kann nicht mal sagen, was das ist. Also keiner, auch nicht mal einer, der, also ich trage nur eine Orange, aber selbst einer, der eine gelbe Weste tragen würde, kann nicht wirklich. Es ist alles. Es gibt ganz schlimme Dinge in den Gelbwesten. Es gibt Rassisten, Homophoben und so. Es gibt aber auch also Leute, die sehr ehrlich sind, ohne Gewalt. Die Franzosen demonstrieren so gerne. Ja, das schon. Also zumindest im Vergleich zu den Deutschen. Ja, das schon. Ich habe viele Franzosen fragen mich, oui, jetzt sind wir in Revolutionsstimmung, machen die Deutschen mit und so. Und ich muss immer erklären, dass ich glaube es eher nicht. Ich habe neulich erfahren, dass auch das ist wahr, dass in Deutschland, also erstmal in Deutschland, wenn du eine Demo machen willst, du musst das im Voraus anmelden. Selbstverständlich. Ja, das findest du normal. Aber in Frankreich ist das eine Pointe, das kann ich dir sagen. Jeder Franzose würde euch fragen, wie macht ihr das? Ihr geht zum Ordnungsamt und sagt, guten Tag, an dem Tag so und so möchte ich ab 14 Uhr sehr wütend und aufgebracht sein. Wahrscheinlich gibt es dafür ein Formular, kein Problem, hier ausfüllen, etc. Stell dir mal vor, die französische Revolution, wenn die von Deutschen organisiert worden wäre, das wäre doch was, oder? Sturm auf die Bastille, ja, aber nur mit Voranmeldung. Hein? Das wäre was. Wir sind da anders. Ja, okay. Aber jetzt Moment. Also ich sag nicht, dass es besser ist. Ne? Moment, Sie haben das jetzt gehört, Herr Bobby. Er hat gesagt, wir sind da anders. Ja. Ja, du bist zwei. Ich sage, für bestimmte Dinge bin ich noch sehr französisch. Ja, wo bist du denn dann deutsch? Aber Pünktlichkeit, hast du gesehen, wie pünktlich ich heute angekommen bin?
Das ist bei mir total neu. Wenn du dich erinnerst, vor ein paar Jahren kannten wir uns schon. Ich war noch nie pünktlich. Also ich wäre jetzt gerade ungefähr angekommen für die Sendung. Jetzt, also ich war noch also für Vorgespräch und auch noch Maske und etc. Ich bin sehr pünktlich geworden. Es gibt, um ernst zu bleiben jetzt, es gibt auch Dinge, die ich ganz, ganz toll finde in Deutschland. Das ist eben, dass man nicht sofort auf Gewalt umstellt, oder so, sondern das Miteinander in Deutschland finde ich, also obwohl es bröckelt ein bisschen, aber ich finde es sehr, ich finde die deutsche Gesellschaft, was das angeht, sehr reif, sehr erwachsen. Und immer wenn ich das sage, alle sagen, wie meinst du das und so. Es ist im Vergleich zu Frankreich, es ist wirklich, man kann in Deutschland etwas sehr, sehr Wichtiges, man kann unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem sich austauschen und zusammenhalten. Das ist so wichtig. Das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Und das ist in Gefahr, glaube ich, langsam. Aber wenn du Macron und Merkel zusammen erlebst, ist es dein Ideal. Die tauschen sich aus und küssen sich und... Und ist ein klein bisschen Show allerdings, muss man schon sagen. Weil wenn man guckt, was in diesem neuen Vertrag drin ist, ist es eigentlich nicht wirklich... Also wir sind Freunde und so, das ist klar. Aber der richtige Vertrag, das war der Élysée-Vertrag, das war 1963, da war es was, dass du sagst, also das war nicht mal 20 Jahre nach dem Krieg, es gab noch ganz viele Ressentiments und auf einmal sagen Deutschen und Franzosen, wisst ihr was, wir sind Freunde ab jetzt. Erbfeindschaft ist das zu Ende. Ja, und das war wirklich ein ganz großer Schritt. Damals, also gab's, also ich bin mir auch sicher, dass die Franzosen gesagt haben, wir sind dabei und dass die Deutschen gesagt haben, ja okay, aber erstmal Vertrag unterschreiben. Und wir hätten dafür mehr einen Vertrag machen müssen. Ja, ist so. Aber du lebst ja 25 Jahre in Deutschland. Wenn du nach Frankreich kommst, zu deinen alten Freunden oder zur Familie, wirst du dann noch ernst genommen als Franzose oder bist du der Überläufer? Die finden es schon merkwürdig. Also wenn ich denen erzähle, dass ich nicht nur Deutscher geworden bin, sondern dass ich es auch noch auf der Bühne erzähle, die sagen, das hättest du doch geheim halten können und so. Ne? Die finden es ein bisschen merkwürdig. Allerdings, die verstehen es immer mehr. Meine Mutter, die nie wirklich gut Deutsch kann. Sie wollte unbedingt mein Stück sehen, wo ich erzähle, warum ich Deutscher geworden bin. Und ich habe ihr vorher den Text dann geschickt und übersetzt und alles. Und mittlerweile, sie sagt, es ist toll, es ist eine tolle Entscheidung, dass ich sie bis dahin gebracht habe. Das war schon eine Leistung. Also immer mehr Leute verstehen, wie ich das meine. Ich habe die Hälfte von meinem Leben in Frankreich, die andere Hälfte in Deutschland erlebt und verbracht. Und deshalb, also ich bin tatsächlich, und ich liebe es übrigens, Deutscher und Franzose zu sein. Ja, das ist ja natürlich von beiden das Beste. Mir hat mal, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich meine, es war Christoph Maria Herbst, erzählt, dass er in Frankreich gedreht hat und da ist alles ganz anders als Schauspieler. Die Mittagspausen sind sehr lang, es gibt Sepp und die stehen auch später auf. Es gibt Wein. Es gibt Rotwein. Zum Mittag. Und Weißwein, ich glaube, es gibt beides. Also, ich weiß es nicht mehr in Deutschland genau. Gibt es kein Wein. Oder wie? Also grundsätzlich schon. Aber, Wein. Aber nicht aber bei Schauspielern. Nicht am Doch, Set. Doch, in dieser Show. Ja, genau. Zum Wohl. Hast du schon mal in Frankreich gedreht? Nee, aber mit einem Schweizer-französischen Catering. Und da hatten wir eben Wein. Da fängt es schon an beim Catering und so. Aber ich würde trotzdem noch gerne wissen, deine beiden Kinder, ich glaube, dein Sohn ist schon 20, also sozusagen erwachsen und dann hier aufgewachsen, ist an denen noch was Französisch? Die sprechen perfekt Französisch, weil zu Hause wird viel Französisch gesprochen. Aber die lachen sehr, wenn ich Deutsch spreche. Ne? Das muss ich schon sagen. Und die sagen, streng dich an mit deinem Akzent und was ist denn das für ein Satz und etc. Und ich sage, ich streng mich schon an, wenn ihr wüsstet, wie ich mich anstrenge. Aber Deutsch ist eine schwere Sprache. Sag mal, muss deine man Kinder, schon bleiben die bei Rot an der Ampel stehen? Ja, das ist eine schwierige, weil ich möchte den nicht in Schwierigkeit bringen. Ich sag mal so, ich habe den tatsächlich, das war Teil meiner, also Teil der Erziehung, den zu sagen, passt auf, wenn ihr bei Rot stehen bleibt, ist es in Deutschland okay, aber in Frankreich mega gefährlich, wirklich wahr. Wenn du das in Frankreich machst, bist du nach 2 Minuten bist du tot. Das ist also, ich habe denen gesagt, also in Deutschland, es gibt Verkehrsschilder, in Frankreich, die Verkehrsschilder, die rote Ampel, das sind alles Vorschläge, könnt ihr euch. Also, das mussten die lernen, weil sonst wäre es sehr gefährlich. Es bleibt für mich trotzdem sowieso, wenn ich das sagen darf,
auch da bleibe ich sehr Franzose. Wenn, weißt du, wenn eine rote Ampel für Fußgänger da ist und es gibt keine Autos, vielleicht es regnet auch noch, weißt du, es regnet in Strömen und so, es gibt keine Autos, na, so, siehst du, so gar keine, aber es ist rot. Aber in Deutschland, du musst stehen bleiben. Das ist für mich also immer noch ein Ding, was ich nicht ganz verstehe. Es gibt eine Plakataktion, das heißt so sinngemäß, wir bleiben stehen bei Rot oder so. Das wird jetzt überall... Manchmal frage ich mich, warum habt ihr damals diese Berliner Mauer gebaut? Eine rote Ampel, das ist gerannt. Die französischen Schauspieler, Ben Becker, die Kollegen aus Frankreich, die Großen, sind die ganz anders gestrickt als die deutschen Schauspieler? Ich kenne wenige. Ich habe vorhin gelacht über Gérard Depardieu. Da würde ich sagen, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Und was lachst denn du da? Was, das war ein sehr positives Essen. Jetzt werd nicht unverschämt, Kollege. Ja, sonst komme ich rüber. Gérard Depardieu, toller, ich weiß nicht, ich kann überhaupt kein Französisch. Ich hatte Französisch, glaube ich, habe ich gerade mit Alphonse, heißt ja gar nicht richtig, oder? Mit ihm gerade drüber gesprochen. Also mir haben sie versucht, 5 Jahre lang Französisch beizubringen. Und das hat mich nicht interessiert, weil ich war irgendwie auf englische Musik und so als kleiner Junge und fand das spannend. Ich war irgendwann, habe ich im Odeon Theater in Paris gespielt. Die haben uns verstanden, im Gegensatz zu den Berlinern. Eine ganz großartige Jean Genet-Inszenierung. Und dann bin ich nachts mit Thomas Thieme im Vollbrand, sind wir im Taxi durch Paris gefahren. Und auf einmal konnte ich fließend Französisch. Also das war nicht so schlecht. Das ist auch deutsch-französische Freundschaft. Jetzt kommt noch die ultimative Frage an Alphonse. Wofür entscheidest du dich? Ein Fischbrötchen am Hamburger Fischmarkt oder Austern in einem Pariser Bistro? Ha, es ist also so schwer. Ich würde beides irgendwie kombinieren. Austern im Brot oder irgend so was. Der Mann des Kompromisses, der Deutsch-Franzose. Nein, beides. Egal. Alphonse, danke, dass du hier bist. Danke dir. Gestern hat der Berliner Senat eine Entscheidung getroffen. Er hat nämlich entschieden, der 8. März, der Internationale Frauentag, ist ab sofort in Berlin ein Feiertag. Christiane Paul, ja. Jetzt weiß ich nicht genau. Klatschen die Zuschauer jetzt wegen Feiertag oder wegen Internationaler Frauentag? Das weiß ich nicht ganz genau. War es für dich eine gute Nachricht? Ja, schon. Ich finde es ganz spannend, dass sie das gemacht haben, weil das ja eigentlich nie so im Fokus war. Also ich kenne den Internationalen Frauentag natürlich aus Kindheitstagen, weil der in der DDR gefeiert worden ist. Und den gab es ja auch im Westen, aber da ist der Muttertag ja viel größer. Bei euch war das, also wenn ich jetzt sagen darf, bei genau. Euch, also in der DDR, ja. Wurde das richtig groß zelebriert? Naja, es war schon so ein besonderer Tag. Ne? Die Frauen haben Blumen bekommen, man hat nie welche zum Geburtstag gekriegt, weil es war alles ausverkauft so ungefähr. Also ich habe am 8. März auch Geburtstag. Wollte ich gerade sagen. Für dich hat diese Entscheidung von gestern eine persönliche Konsequenz. Du kannst ab sofort bedingungslos in den Geburtstag reinfeiern. Reinfeiern, genau. Es ändert all meine Pläne. Es ist immer ein Feiertag. Genau. Herrlich. Also insofern finde ich die Entscheidung schon toll, dass sie jetzt was genommen haben, was eigentlich gar nicht so in der bundesdeutschen Kultur verankert ist. Und gleichzeitig zeigt es eben auch, dass die Rolle der Frau irgendwie doch nochmal in so einen anderen Blickwinkel kommt, finde ich. Das finde ich schon toll. Und ich glaube auch, Bayern hat ja so wahnsinnig viele Feiertage. Ich weiß nicht, wie es in NRW ist, aber Berlin, preußisch geprägt. Hat die wenigsten in Deutschland. Hat die wenigsten. Und ich glaube, das war so ein... Da haben sie so gleich 3 Sachen auf einmal mit kombiniert mit diesem Feiertag. Ich glaube, Bayern haben die meisten Feiertage und Berlin ist dann ganz hinten. Genau. Die Bayern wissen halt zu leben. Genau, katholisch. Kommen die in Berlin nach. Du bist ja ein Mensch, der sehr engagiert lebt. Du bist eine extrem erfolgreiche Schauspielerin, glücklicherweise eine wunderbare Schauspielerin. Aber du sagst auch, ich engagiere mich in vieler Hinsicht. Du bist für PETA, für die Tierschutzorganisation, aufgetreten. Du hast das Bundesverdienstkreuz übrigens bekommen für dein Engagement. Du bist öfter als Botschafterin für UNICEF aufgetreten, für den Welt-AIDS-Tag, also für viele Sachen. Ja. Kannst du dieses Engagement eigentlich an deine Kinder weitergeben? Das ist
gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Also wie meinst du das, indem man sie beauftragt? Oder? Nee, nicht beauftragt, aber indem man schon das so sehr deutlich lebt und auch irgendwo im Gespräch oder so versucht zu vermitteln, hier Kinder, wenn ihr aufwachst, das sind Werte. Doch, darüber sprechen wir schon. Also wir sprechen ganz viel über Tagespolitik oder über Klimawandel zum Beispiel, über die Dinge, die in der Welt passieren. Wir sehen das schon sehr kritisch und ich bespreche das mit meinen Kindern. Das ist doch krass, die Demo heute in Berlin, da waren ja vor allen Dingen, so wie ich es gehört habe heute, Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, wenn die Älteren und die Politiker sich schon nicht um den Klimawandel kümmern, ja, wir wollen das, wir wollen weiterleben. Da steckt ja dann doch eine Menge drin an politischem Bewusstsein. Ja, das ist ganz toll. Also ich kenne das nur aus meiner Generation. Wir haben das damals natürlich auch gemacht. Wir sind als Schüler auf die Straßen gegangen, gegen den Irakkrieg aufgestanden. Als Studenten haben wir demonstriert. Und das ist ganz toll. Das ist ja, glaube ich, auf Initiative einer 16-jährigen schwedischen Schülerin passiert, der Greta Thunberg, die ja für den Klimaschutz sich einsetzt. Und ich glaube, dass das sozusagen im Zusammenhang steht. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass die junge Generation jetzt auf die Straßen geht und sagt, wir müssen was machen. Du hast ja auch, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war 2011, sogar ein Buch rausgegeben über deinen Versuch damals, auch sozusagen ökologisch bewusst zu leben. Also ich komme ja bei meinem guten Denken öfter mal an die Grenzen. Ja, das komme ich auch. das komme ich auch. Und ich hatte eben damals, ich habe das Buch geschrieben zusammen mit Peter Unfried, der Chefreporter bei der Taz ist. Und wir haben damals versucht, sozusagen zum Ausdruck zu bringen, dass jeder Einzelne was tun kann und überhaupt erstmal Klimawandel ins Bewusstsein, an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das damals überhaupt noch nicht mehr, das ist jetzt 8 Jahre her, aber es war noch nicht so in den Köpfen und ich hatte den Eindruck, dass auch, sag mal, die intellektuelle Elite, die Medien, Prominente gar nicht so mit dem Thema irgendwie vertraut sind. Und ich muss allerdings heute sagen, dass ich nicht glaube, dass wir das als Einzelner schaffen können. Also ich bin ein Stück weit rausgewachsen aus meiner These, dass jeder sozusagen Glasflaschen kaufen muss und kein Fleisch essen darf. Das ist eine tolle Sache, wenn jeder Einzelne sozusagen das Bewusstsein für den Klimawandel hat und auch in seinem Rahmen das Mögliche macht. Aber viel wichtiger finde ich, dass die Politik die wichtigen und richtigen Entscheidungen trifft und die Wirtschaft sozusagen mit in die Verantwortung nimmt. Und ich glaube, dass das wichtiger denn je ist, weil der Klimawandel ist da. Wir werden den Meeresspiegelanstieg haben. Das sind alles, also die Kohlekommission ist ja sozusagen jetzt nur ein Schritt, der heute getagt hat. In Davos ist es ein ganz großes Thema, Klimawandel. Da unter anderem ist diese 16-jährige Schwedin auch zum Beispiel und engagiert sich. Also das ist sozusagen meine innere Reifefahrt oder Reifezeit gewesen, dass ich einfach von damals zu heute sagen muss, jeder kann was tun und sollte auch was tun, aber die wirklich großen, wichtigen Entscheidungen muss die Politik für uns treffen. Und man darf die Verantwortung nicht immer zu auf den Einzelnen abgeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bist du da misstrauisch, dass die Politik das schafft? Ob die Politik das schafft? Ja. Oder will? Will. Naja, es arbeiten, glaube ich, viele kluge Leute daran, die aufzeigen, dass die Wirtschaft extreme Verluste haben wird, wenn sie den Klimawandel nicht ernst nimmt und nicht Dinge dafür tut. Die ersten, die das begriffen haben, sind ja die großen Versicherungsunternehmen, die bis jetzt ja schon berechnen, was der Klimawandel kostet. Und es gibt Klimaforscher und Ökonomen, die daran arbeiten, um der Wirtschaft klarzumachen, wie teuer das wird und wie viel Verluste sie haben werden, wenn sie nicht sozusagen in erneuerbare Energien und in all die Dinge investieren, die den Klimawandel stoppen. Und insofern glaube ich dann, wenn wir das sozusagen nicht moralisch schaffen, die Leute zu überzeugen, dass wir sie finanziell überzeugen. Ja, was eigentlich schade ist, letztlich, ne? Weil ich glaube, jedem muss klar sein, dass das um was es geht. Es ist halt im Moment politisch wahnsinnig schwierig, weil wir jemanden wie Trump sozusagen haben, der das ja ganz stark... Der nicht in Davos ist. Trump? Ja, genau. Ich weiß auch nicht, irgendein Typ. Entschuldigung. Der sorgt so für Aufsehen seit 2 Jahren. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, weil der die Forschung unter anderem und so beeinflusst. Das ist schon schwierig. Ich habe mich schon mal gefragt, weil ich ja weiß, dass du da sehr engagiert bist und da sehr bewusst unterwegs bist, wie du es eigentlich schaffst. Du hast 2 Kinder, die langsam so aus dem Gröbsten wirklich raus sind. Du bist eine extrem erfolgreiche und engagierte Schauspielerin und trittst auch öffentlich auf. Hast du manchmal Stressprobleme, das alles unter einen Hut zu kriegen? Ja. Und dann? Weiß ich auch nicht. Machst du Yoga oder was? Ja, ich mache tatsächlich Yoga. So. Um runterzukommen. Was denn jetzt? Ja. Das hat mich jetzt erschrocken. Reicht doch mal die Käseplatte einer zu bennen. Essen ist auch eine super Sache. Ja. Essen hilft. So. Nudeln hilft. Viele Nudeln. Nudeln oder? Nee, Nudeln essen. Ach so, Nudeln. Nudeln essen hilft. Nudeln hätte ich gut gefunden. Whatever that means. Okay. Guck mal her. Plötzlich kann er Deutsch.
hör mal, Ben, nicht, dass du jetzt hier die Altherrenwitze abdriftest. Das möchten wir nicht. Wir möchten dich da schonen. Wieso? Der war doch gut. Ja. Naja, so halbwegs, ne? Zahle, so halbwegs, ist egal. Nein, pass auf, zurück zu dir. Also mit dem Stress, was für viele Menschen ein Problem ist heutzutage. Die Zeitungen machen auch ständig mit dem Thema auf. Ja. Achtsamkeit, runterkommen, Stressbewältigung, kein Burnout etc. pp. Ja. Und ich habe mich gefragt, weil du einfach als Schauspielerin extrem erfolgreich auch bist, wie man dann die Balance hält, um einfach gut zu bleiben. Kann ich nicht beantworten. Dafür bist du aber ziemlich gut. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ja. Was mir übrigens aufgefallen ist in deinen Rollen, ich habe wirklich viele Filme mit dir gesehen, du kannst fantastisch Verzweiflung spielen. Woher kommt diese besondere Begabung? Keine Ahnung. Du wirst oft so besetzt, auch übrigens im neuen Ostfriesen-Krimi, wo du ja wieder sehr, um auf dieses Thema zu kommen, wo du wirklich sehr engagiert wieder ermittelst. Du versuchst dich ja mal in die Opfer reinzuversetzen. Ja. Als Kommissarin muss ich jetzt sagen, nicht, dass es jetzt an mir hängen bleibt. Ja, nicht die Mörderin. Nein, nein. Nee. Nicht als Mörderin, als Kommissarin. Nee, auch als Person nicht. Also. Ja, das glaube ich. Okay. Das nehme ich dir ab. Gut. Aber es gibt eine Szene, wo ich gedacht habe, oh, möchte ich jetzt nicht unbedingt spielen, aber ist ja auch nicht mehr ein Job oder so, wo du dich, das ist natürlich ein fiktiv geschriebener Fall, wo du dich selber als Kommissarin einmauern lässt in diesem Krimi, vor dem wir natürlich das Ende nicht verraten dürfen. Und wir zeigen diese Szene, wo du sagst, ich muss das nachempfinden, wie diese Opfer sozusagen langsam gestorben sind. Okay. Du hast zwar ganz schön einen an der Marmel, aber im Gegensatz zu den meisten anderen weißt du, was du tust. Ich könnte doch jetzt diesen Stein nehmen und dich damit erschlagen. Warum solltest du das tun? Die Opfer waren nicht gefesselt, er muss sie also betäubt haben. Bevor du ganz verschwindest, solltest du dich etwas stärken. Rita hat uns was zu futtern eingepackt. Nein, Rita. Kein Essen, kein Licht und auch kein Handy. Es soll alles genauso sein wie bei den Opfern. Ach, okay. Ich hab's verstanden. Peter, es kann sein, dass ich laut werde und anfange zu schreien. Du darfst aber auf gar keinen Fall mit mir reden oder mich hier rausholen, okay? Irgendwann muss ich das schon. Ja, aber erst wenn ich sage, so Peter, das war's. Erst bei diesem Satz, okay? So Peter, das war's. So Peter. Christiane Paul. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist Film oder Fernsehen. Aber diese Vorstellung, in die du dich ja hineinversetzen musst von Berufswegen, hat die gesessen? Ja, ich glaube, ja, das sieht man dann später. Ich glaube schon. Also, dass man dann, hast du wirklich Platzangst gespürt? Nein, in der Situation nicht. Wir hatten ja eine Sprungwand da und der Kameramann war bei mir. Also es war irgendwie alles gut. Wir waren zu zweit oder zu dritt mit dem Fokuspuller noch sozusagen in diesem abgeschlossenen Raum. Aber ich habe tatsächlich mal so eine ähnliche Situation, also wo man so eine Platzangst bekommt, erlebt. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren bei dem Dreiteiler Adlon mitgespielt und die mussten so eine Altersmaske machen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Ben, man kriegt dann... Genau, danke. Man kriegt so eine Silikonschicht aufs Gesicht und alle Öffnungen im Gesicht werden zugestopft. Ich habe durch so einen Strohhalm geatmet, 20 Minuten. Und ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich habe echt eine Panikattacke bekommen. Es war so schlimm. Ich habe gedacht, ich sterbe. Und ich habe dann eine Maskenbildnerin quasi an der Hand gehabt, die ganze Zeit. Genau. Das ist das so. Einzige, was hilft. Genau. Das Einzige, was hilft, ist Handhalten. Ist Handhalten. Und dass sie da war. Selbst das ist knapp. Ne? Es war ganz schlimm. Ich war danach, ich habe alle angerufen, die mir irgendwie wichtig waren in meinem Leben. Es war ganz schrecklich. Und ich weiß, ich wollte zwischendurch abbrechen. Und der Maskenbildner, der das gemacht hat, sagte, das nützt dir gar nichts, dann müssen wir es wiederholen. Wow. Und es war total hart. Ich habe, also vor allen Dingen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ich überhaupt so eine Erfahrung nie gemacht habe. Man hört das ja immer wieder von Leuten, die im MRT sind, Computertomographie machen, dass die so ein Erlebnis haben oder in Fahrstühlen. Ja, das finde ich okay. So MRT, aber das war echt ein schreckliches Erlebnis für mich. Und das sowas hilft natürlich, wenn man sowas in der Art mal erlebt hat, dann... Gut, das war beruflich. Hast du privat auch so Sachen, wo du sagst, also da kriege ich wirklich einen Anfall. Da gehe ich laufen, wenn ich das erlebe. Ob das bei manchen ist es Flugangst, bei anderen ist es Spinnen, beim dritten ist es Verkehr, was weiß ich. Kam da ganz leise Spinnen gerade? Spinnen. Dann doch? Spinnen, ja. Sie sind da harmlos. Ja, das sage ich mir auch immer, aber es ist echt schwierig. Aber manchmal rede ich mit ihnen, also wenn sie in der Ecke sitzen.
Und dann? Dann beruhige ich mich. Und die Spinne vielleicht, ich weiß es nicht. Also. Ich habe gehört, dass Menschen, die so eine richtige Spinnenphobie haben, dagegen angehen und sich eine Vogelspinne auf die Hand setzen lassen. Und da muss ich sagen, da will ich aber mal sowas von raus. Das könnte ich auch nicht. Ich habe mal vor Jahren war ich reisen in Mexiko tauchen und wir waren auf so einem Boot in der Nähe von Tulum und mein damaliger Freund saß so direkt neben mir, viel näher als Ben jetzt, und der zog sich so seinen Shorty an und auf einmal gucke ich den so an, da hatte der eine Tarantel an auf der Flanke sitzen. Und ich weiß nicht, ich hatte meine Brille nicht auf. Unter Wasser? Nee, noch im Boot, die saß sozusagen auf seiner Seite hier. Und ich hatte keine Brille auf, deswegen habe ich die nur unscharf gesehen. Das war mein Glück, glaube ich. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich direkt hinüber gekippt. Und er hat sie dann so weggemacht und dann lief sie übers Wasser weg. Und die Jungs vom Boot sagten, naja, das ist die Boot-Tarantel, die kannten sie schon. Aber das war das. Die lief übers Wasser? Ja, vielleicht ist sie hoffentlich dann irgendwann untergegangen. Ich weiß es nicht. Krass. Aber das war echt schrecklich für mich. Wie ist es denn, kannst du vor deinen Kindern solche Ängste für dich behalten? Ich habe es versucht, aber es hat nicht ganz geklappt. Und haben die jetzt Angst vor Spinnen oder nicht? Mein Sohn, ja. Wir hatten mal eine Maus zu Hause in der Wohnung. Das war auch toll. Also, da haben meine Kinder dann mehr Angst als ich. Ich habe sie dann so rausgetragen. Das war ganz süß. Eine Lebende? Eine Lebende. Wir hatten dann so eine Lebendfalle aufgestellt. Oh. Also, die lebt ja dann noch. Ja, aber die kommt zurück, wenn die so rauskommt. Ja, das habe ich gehört. Das haben mir alle gesagt. Ich habe sie nur ins Nachbargrundstück geworfen. Geworfen? Hallo? Ja, aber sie ist nicht wieder aufgetaucht. Bis jetzt habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dein Nachbar guckt jetzt nicht die Sendung. Nein, ich hoffe auch nicht. Aber sie war ganz süß. Also wir sollten eines noch sagen, auf den Ostfriesen-Krimi, da haben wir darüber gesprochen, weil ich die Szene schon ziemlich krass fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du machst auch bei dem mit, worüber so viele Menschen sprechen, nämlich neue Sender, die neue Dinge anbringen. Und 8 Tage ist eine Serie, die losgeht ab 1. März auf Sky. Ja, schade, kann ich nicht gucken, aber ist egal, auch egal. Sieht man später wahrscheinlich irgendwo anders oder so. Das ist eine Geschichte, das ist so spannend, weil ein Meteor sich der Erde nähert und es ist klar, Europa wird verglühen, wird kaputt gehen und die Menschen versuchen, sich zu retten. Genau. Und das ist sozusagen der letzte Moment im Leben, beziehungsweise der, vor dem man Angst hat und vor dem man versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Waren das anstrengende Dreharbeiten? Ja, das waren aufregende und anstrengende Dreharbeiten, weil wir quasi keine normale Situation hatten. Wir hatten permanente Nervenzusammenbrüche, existenzielle Situationen. Es gab Verzweiflung. Ja, ja. Aber kämpfen auch. Ja. Also, und es geht sozusagen darum, dass 8 Tage runtergezählt werden bis zum Impact. Und ich spiele in einem großen Ensemble die Mutter von 2 Kindern. Mein Mann spielt Marc Waschke. Und wir versuchen natürlich, uns in Sicherheit zu bringen, was nicht gelingt. Aber nichts verraten. Nee. Ach so, nee, aber das stimmt nicht ganz, was ich jetzt verraten habe. Gut, dann gucken wir eben bei Nachbarn, die Sky haben, ab 1. März. Christiane Paul, danke, dass du da bist. Alles Gute. Ich freue mich heute wieder über alle Gäste. Besonders freue ich mich ganz ehrlich über Zahle Kalay. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir es endlich geschafft haben, in einer Sendung zu sitzen. Du bist bekannt geworden als Choreograf, als Tänzer, als ein Vollblut auch Musiker. Und derzeit bist du in der Jury von Dancing on Ice. Ja. Würdest du selber als begnadeter Tänzer dich auch aufs Eis begeben, ohne Eiskunstläufer oder Eistänzer zu sein und dich da beurteilen zu lassen? Auf jeden Fall. Also beurteilen lassen weiß ich nicht. Aber ich würde auf jeden Fall als Eis gehen, denn das Ganze hat nämlich so angefangen, dass ich vor Jahren wirklich, das war mein erster großer Job so als Tänzer, es war tatsächlich eine Eisshow, also wo die zum ersten Mal Tänzer quasi auf einer Bühne mit Eiskunstläufern drumherum so kombiniert haben. Die heißt Art und Eis in Zürich. Und dann habe ich auch angefangen, langsam dem Choreografen zu assistieren, wie er die Choreografien für die Eisläufer auch entwickelt hat. Aber das ist doch ganz anders, als wenn du festen Boden hast. Ja, also ich bin bei weitem auch nicht gut. Ne? Ich tue jetzt nicht so, ja, klar, gar kein Problem. Aber ich kann genug auf dem Eis machen, um Tanzschritte zu zeigen. Aber ich kann keine Sprünge oder nichts anderes. Aber ja, es ist wahnsinnig gefährlich. Das sieht man auch bei uns in der Show immer. Ich meine, wir hatten schon Muskelfaserrisse in der Show und Leute fallen die ganze Zeit hin. Und ich glaube, leichte Gehirnerschütterung gab es bestimmt.
Da gehen ja manche lieber in den Dschungel. als da. Durchaus gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Du bist vor allen Dingen auch dadurch bekannt geworden, du hast mit Helene Fischer diese gigantischen Shows mitentworfen, hast auch mit ihr getanzt auf der Bühne. Du hast sogar einmal mit ihr gesungen. Ja. Muss man sagen. Ich muss mal eben fragen, als Tänzer, wie bist du an oder zu Helene Fischer gekommen? Diese Geschichte. Ich saß mit dem gleichen Choreografen, der auch Art und Eis gemacht hat, das ist mein großer Mentor, Marvin A. Smith heißt er. Ich saß mit ihm im Auto, weil wir irgendwo zu irgendwelchen Proben hingefahren sind. Und er ist Amerikaner und der typische Choreograf, wie man sich den vorstellt. Immer eine Sonnenbrille, Rollkragenpullis, immer ein bisschen so over the top. Und er sagte so, oh, we're gonna work for this German artist Helene Fischer. Und das war zu einer Zeit, wo sie jetzt nicht noch dieser nicht Megastar war, sondern es war so 2009. Und Helene Fischer hat bei mir direkt ausgelöst, ach so, Schlagerstar, 55, will jetzt mal eine Show machen, bestimmt. Wieso 55? Helene Fischer, allein der Name. Ich dachte einfach so, die muss um die 50 sein. Ich weiß auch nicht. Helene! Keine Helene. Ahnung gehabt, noch nie gesehen. Ich bin, okay. Und dann hat er eine Mappe von ihr rausgeholt, wo halt so die Ideen der Show drin lagen. Und ich so, Moment mal, die ist ja gar nicht 55, da war die noch 26. Sieht natürlich Bombe aus, mega Figur. Und dann, als die ersten Proben mit ihr waren, dann habe ich erstmal geschnallt, ah, okay, die meint das hier richtig ernst. Weil natürlich hat die auch eine Ausbildung. Und das war wirklich zu einer Zeit, wo wir alle noch so extremst unschuldig waren in diesem Team. Weil wir wussten nicht, wohin die Reise geht. Wir wussten nicht, was für ein Superstar sie wird. Und deswegen haben wir ganz klein angefangen. Du hast ja eben schon gesagt, sie ist super fit, muss man sagen. Und was du als Tänzer auf die Beine spielst, wir haben jetzt was Älteres genommen von 2000. Du hast Tanzen aufgehört, und gesagt, das ist mir jetzt dann doch irgendwann im Laufe meines Lebens zu anstrengend. Ja. Aber hier sehen wir was aus Dance Star aus dem Jahre 2006. Und da kann ich nur sagen, ich habe den Atem angehalten. Bitte. Wahnsinn! Also, für mich ist das olympiareifes Bodenturnen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja, für mich ist es ein Graus an Augenbraue und Bart. Das ist so das Einzige, was ich sehe, warum das alles so dünn war. Ja, Zeitenende-Sicht. Warum dünn? Ich habe früher meine Augenbrauen einfach so gemacht, indem ich einfach einen Rasierer genommen habe und sie einfach in der Mitte einfach auseinander rasiert habe. Und heute? Heute nicht mehr, nein, heute bin ich schlauer. Du veränderst ja sehr häufig dein Aussehen, muss man dazu sagen. Wie wichtig ist in dieser Showbranche, in der du bist, das Aussehen, das anders ist, das besonders ist, mit dem man auffällt? Ja, das ist, also der Show-Aspekt davon ist mir eigentlich egal. Ich mache das jetzt nicht bewusst, aber irgendwie, ich bin manchmal wie so ein Pokémon. Ich habe immer das Gefühl, ich entwickle mich einfach weiter, so von Level zu Level. Und manchmal komme ich in so Phasen, wo ich verschiedene Sachen einfach hinter mir lassen musste. Also als ich aufgehört habe 2015 mit dem Tanzen, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, lange Haare zu haben, weil ich einfach auch jemand anders sein wollte zu dem Zeitpunkt. Weil meine Identität war jahrelang dieser Tänzer und das ist das Letzte, was ich sein wollte. Ich wollte nicht nur der Tänzer sein, ich hatte so viele Träume, weil ich habe schon immer gesungen, geschauspielert, getanzt. Aber irgendwann, du kommst halt in so eine Schiene rein und dann, wenn du damit halt erstmal Geld verdienst, ist es auch schwer, dann Nein zu sagen und zu sagen, ich traue mich jetzt mal was anderes. Und diese Looks, ich weiß nicht, das geht einfach so Hand in Hand mit dem, wie ich mich gerade entwickle. Wir sind gerade auf Level 3. Okay, mal sehen, wohin es geht und wie hoch es weitergeht. Wir wissen auch nicht, wie viele Levels es gibt. Du bist ja mit deinen Eltern, als du ungefähr 7 Jahre alt warst, aus Serbien gekommen. Ja. Und hast dich hier einleben müssen. Mhm. Wie erinnerst du diesen Umbruch? Du, der du heute ein so erfolgreicher, strahlender Mensch bist. Ja, also, wie erinnere ich mich? Es war so, ich habe in Serbien gewohnt. Meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland gewohnt. Die haben versucht, sich hier was aufzubauen. Ich habe bei meinen Großeltern gelebt. Und Serbien war halt, ich habe halt in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Ich konnte da von Tür zu Tür gehen. Ich konnte da die Straßen entlang. Ich konnte einfach bei meinen Freunden klingeln, bei Igor, Peter, Nikola und wer auch immer. Und
man hat auf uns aufgepasst, so kollektiv. Das war so eine kollektive Gemeinde, die auf uns einfach aufgepasst hat. Da hat meine Oma dann bei Nikolas Mama angerufen, siehst du den Zahler irgendwo in der Nähe? Ja gut, er lebt noch, alles gut. Und dann kam ich nach Deutschland, habe auch erstmal das Konzept von dieser anderen Sprache auch nicht wirklich verstanden. Und dann war ich hier und dann musste ich auch direkt in die Schule, weil das war halt zu der Einschulung, haben die mich halt rübergeholt. Super Idee, Mama. Und viel Glück, Kind. Und dann war ich in der Schule und habe tatsächlich nicht gesprochen. Also ich habe einfach 3 Monate lang komplett aufgehört zu reden, weil ich weiß nicht, ich war, glaube ich, unter so einem Schock. Und dann auf einmal kam das raus. Was war denn so fremd? Alles. Abgesehen von der Sprache. Ja, alles. Dass du einfach nicht, dass du einfach dieses von Tür zu Tür nicht machen konntest, sondern auf einmal musste ich mit Stefan jetzt einen Termin ausmachen, dass wir uns zum Spielen verabreden am Mittwoch um 14 Uhr. Das war für mich komisch. Aber als ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft dann angenommen habe, beziehungsweise als ich sie beantragt habe, musste man einen Aufsatz schreiben. Und ein Satz ist mir davon hängen geblieben, den ich geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, Serbien ist meine Herkunft, aber Deutschland ist halt meine Heimat geworden. Und wenn du, hast, um das klarzumachen, ob als Choreograf oder als Tänzer mit Weltstars zusammengearbeitet, Donna Summer nenne ich beispielsweise nur als Namen, wow, ja. Anastasia, Kylie Minogue, solche wirklich ganz großen Namen. Wenn du heute zu deiner Familie nach Serbien kommst, wie erklärst du denen eigentlich, was du machst? Also erstmal, das ist denen sowas von scheißegal. weil das Ding ist, in Serbien sind halt die serbischen Stars Superstars. Ne? Und alles andere, jede Madonna und jede Kylie Minogue oder was auch immer, das sind so zwei, die kennt man zwar, aber das hat keinen Wert bei denen. Ne? Die kommen mal, guckt man sich an, aber die singt halt auf Englisch. Deswegen, die sind wahnsinnig, wahnsinnig stolz, das weiß ich. Ja, ich kriege auch Nachrichten von meinen Tanten und so. Wir haben Dancing on Ice geschaut im Internet, kein Wort verstanden, du siehst super aus. Ja. Das ist halt das Coole daran. Also ich merke schon den wahnsinnigen Stolz, der da ist. Aber das ist jetzt nicht so, die denken jetzt, ich bin der Larry, wenn ich da nach Hause komme. Dann ist das so, kannst du bitte den Müll rausbringen? Cool. Ich so, danke. Ja, vielleicht mal ab und zu ganz gut. Ja, sehr gut. Aber sogar. Du hast eben gesagt, von diesen verschiedenen Stufen oder von diesen Metamorphosen, durch die du gegangen bist und durch die weitergehen willst. Ja. Wer möchtest du sein? Das hört sich jetzt so ekelhaft an. Aber ich möchte wirklich jemand sein, der die Welt ein bisschen besser macht. Also mit dem, was ich mache. Ich möchte, ich bin hauptberuflich Creative Director und ich in allem, was ich mache, ob das das sexieste Musikvideo ist, das ich produziere oder was auch immer, es ist immer eine Geschichte dahinter und ich habe immer eine Intention bei allem, was ich tue, sowohl heute Abend als auch bei jeder Sendung, die ich mache, weil ich das wahnsinnig wichtig finde, weil ich finde, gerade wir im Fernsehen haben so ein krasses Privileg, dass uns Leute zuhören, dass sie auch heute da sind, dass sie jetzt auch ruhig sind, wenn so ein komischer Typ hier einfach redet. Aber ich habe mir immer zur Aufgabe gemacht, etwas zu sagen, was etwas hinterlässt oder einfach zu inspirieren, weil das war bei mir der ganz große Auslöser, wo ich das zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, dass du tatsächlich ein Star werden kannst. Ja, da konntest du mich gar nicht mehr aufhalten. Ich war einfach auf 180. Ja. Du hast eben gesagt, bei allem, was du tust oder wo du aufstehst, hast du eine Intention und du willst irgendwas sagen. Mhm. Was ist der wichtigste Satz heute Abend für dich? Allgemein? Ja, aus deiner Rolle heraus. Ich glaube, seid einfach netter zu euch selbst. Das ist, glaube ich, da, wo wir anfangen müssen. Weil du hast vorhin über Stress gesprochen und wie. Und ich glaube, jeder von uns liegt abends im Bett und denkt über die Sachen nach, die schiefgelaufen sind heute und die schieflaufen werden morgen. Und das ist so, ich glaube, da muss man anfangen. Denn dann kannst du erst anfangen, sowohl die Umwelt auch besser zu gestalten. Und ich glaube auch, dass das Miteinander, an das wir denken müssen, einfach besser zu machen. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück zu Dancing on Ice. Ja. Es gibt so ein altes deutsches Sprichwort, was du kennen wirst. Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Man kann sich da ja auch ganz schön doof anstellen. Ja. Deswegen würde ich da zum Beispiel nicht hingehen. Ja, also ich bei unseren Prominenten, die sich da aufs Eis trauen, ich ziehe da wirklich absolut den Hut. Und ich bin auch als Juror ziemlich respektvoll. Ich würde niemals jemanden bloßstellen. Es sei denn, ich sehe, der hat keine Lust, in der Sendung zu sein. Alphonse, würdest du es machen? Komm. Dreifacher Axel? Also allein tanzen willst du, also auch ohne Eis willst du mich nicht sehen. Jetzt will ich es nur noch mehr sehen. Ja, ganz genau. So kommst du nicht raus. Ist gefährliches Terrain für mich. Ben, bist du ein guter Tänzer? Manchmal. Oh, eine diplomatische Antwort. Ja, natürlich. Würdest du aufs Eis gehen? Aber nicht Standard. Also das kann ich nicht. Auf Eis? Nein.
Ich bin ein ganz schlechter Fußballspieler und ein ganz schlechter Eisläufer. Also das, da habe ich bei den Mädchen auch immer schlecht abgeschnitten, weil ich das nicht konnte. So, was hast du denn stattdessen gemacht? Mit Puppen gespielt. Guter alter Trick. Was ist deine beste Eigenschaft, Zalle? Meine beste, dass ich halbwegs versuche, in der Realität zu leben. Ist das nicht manchmal schwer, gerade in der Showbranche, im Entertainment-Bereich, wo so viel Glitzer und Glamour ist, dass man denkt, wie kommt man da wieder runter? Also ich wohne halt in Gladbeck. Das ist im Pott, falls ihr das nicht wisst. Das ist das Herz vom Pott. Ich weiß nicht, ich finde diese ganze Branche so wahnsinnig unterhaltsam aus meiner Perspektive heraus. Ich habe 13 Jahre lang im Hintergrund gearbeitet und habe quasi so eine Ausbildung bekommen in was man machen sollte und was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und deswegen nehme ich das Ganze so entspannt. Ich nehme das einfach nicht so ernst. Das heißt, du hast dir eigentlich selber beigebracht, durch Gucken, durch Dabeisein, ja. Durch Nachmachen ja. Und durch Probieren vor allen Dingen. Und ganz, ganz viel, also du hast gerade einen Namen gesagt, wo ich dachte, boah, mit dieser Person möchte ich nie wieder arbeiten. Das war eine Person, also es war Anastasia, wo ich wirklich gesehen habe, wie respektlos man einer Bühne gegenüber sein kann. Und das mag ich nicht. Wenn der Respekt vor der Arbeit verloren geht, da hört bei mir dann auch irgendwie der Spaß auf. Aber dass du in der Welt unterwegs bist und dass du in Gladbeck geblieben bist, finde ich schon erstaunlich, weil alles zieht es in die großen Metropolen, wollen dahin, im Zweifel nach Berlin oder nach London oder nach Paris, ich weiß nicht wohin auch immer. Was ist an Gladbeck jetzt so, dass du da sein willst? Das ist deine Heimat. Wir haben noch nicht mal einen Hauptbahnhof. Ich weiß, ich habe da einfach wirklich, das ist wirklich mein Zuhause. Ich mag die Menschen aus dem Pott, ich kann mit denen reden, ich laufe manchmal durch Gladbeck durch und dann kommt so, ey, dein Outfit letzte Woche in der Show, das war nicht so gut. Cool, danke. Aber ich mag das einfach. Ich mag, dass man einfach frei Schnauze sein kann. Und du warst, das fing an als Karnevals, ja, was war das? Warst du Prinz als ich Kind? Ich sag immer, ich war Funkenmariechen. Aber ich war wirklich Funkenmajor und es tut mir so leid, ich weiß, wir sind in Köln, aber da, wo ich herkomme, sagt man Helau, ich weiß. Oh mein Gott, da ist ein Bild. Ich habe tatsächlich so angefangen. Eine Mutter hat mich mal angesprochen von einem anderen Mädchen, hat gesehen, wie ich so rumgeturnt habe und hat gesagt, möchtest du nicht mal Gardetanz machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das war. Sie so, das im Karneval. Ich so, ach, da, wo man Schokolade kriegt, super. Und dann war ich beim Training und irgendwie habe ich das dann wirklich, ich glaube, 10 Jahre lang relativ professionell gemacht. Also ich bin auch mehrfacher norddeutscher Meister. Muss man ja auch mal erwähnen. Danke, danke, danke. Das ist wirklich eine Zeit, die zaubert mir wirklich so ein Lächeln ins Gesicht, weil ich habe das so gerne gemacht und ich würde das auch gerne wieder machen. Ja dann, Rosenmontag in Köln würde ich mal danke, sagen. Danke, ja. Zalle Kalay, alles danke, Gute für dich. Danke, dass du da bist. Super. Da kam gerade so viel positive Energie rüber, wie hier in dieser Runde heute Abend einfach ist. Und jetzt komme ich zu Sandra Roth, die ich fragen möchte, Sie haben eine schwerbehinderte Tochter. Was war das größte Glück mit ihr also in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen? Das war in der Skihalle in Neuss. Also wir waren Skifahren, die sitzt im Rollstuhl normalerweise und da saß sie in so einem... Ja, wie ein Rollstuhl auf Skiern eigentlich. Und es hat einen Bügel und man selber steht in Kurzski dahinter und den Berg runter. Mit der Schule, mit dem Sportlehrer, noch mit anderen Kindern. Wir sind da so ganz gemütlich, vorsichtig. Nee, weil es kriegt ganz schön Speed. Also es rast um die Kurve, fand ich. Und der Klassenkamerad wurde sehr unruhig und schmiss den Kopf hin und her und zeigte sehr eindeutig, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann haben wir gefragt, was hast du denn? Möchtest du Pause machen? Ist das zu viel? Meine Tochter auch so ein Gesicht, also sehr... sehr ernst. Und ich dachte, ist denn alles in Ordnung? Wollen wir vielleicht was essen? Und dann hat irgendeiner gefragt, oder wollt ihr schneller? Und dann ging die Sonne auf. Dann ein Strahlen. Und wir sind also ziemlich schnell soll das gehen. Also Glück für die Mutter, Glück für die Tochter, Lotta. Ja. Glück für alle. Sie müssen vielleicht noch mal kurz, damit man es einsortieren kann, sagen, die Behinderung Ihrer Tochter stammt von einer Gefäßfehlbildung, die im 9. Schwangerschaftsmonat erst festgestellt worden ist. Ja. Und Sie wussten ja nicht genau, worauf Sie sich eigentlich einlassen, beziehungsweise was da kommen würde. Nee, das ist ein Zufall, das kann jedem passieren. Also auch wenn man kein Koffein trinkt oder wenn man alles richtig macht eigentlich.
Und das ist einfach eine Laune der Natur. Also wenn man schwanger wird, dann spielt man Lotto in gewisser Weise. Da kann man so viel Pränataldiagnostik machen, wie man will. Wenn man lebt, spielt man Lotto. Und ich finde heute, wir haben gewonnen. Also wir haben ein wunderschönes, sehr süßes, schadenfrohes, bisschen fieses, auf Geschwindigkeit stehendes, schwer mehrfach behindertes Kind und ein Kind, das keine Mehrfachbehinderung hat und genauso toll ist. Das ist mein Sohn, der ist 2 Jahre älter. Ja, wir wussten nicht, was kommt. Also ein Arzt hat gesagt, das ist eine Wundertüte. Man weiß halt nicht, was drin ist. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Sie müssen doch mal kurz... Was hat denn das Kind? Müssen wir noch mal bitte kurz skizzieren, Frau Roth, wie die Behinderung oder die Behinderung ihrer Tochter aussieht. Das heißt, sie kann nicht normal sprechen. Also sie ist schwer mehrfach behindert. Das heißt, sie sitzt im Rollstuhl, sehr stark körperlich eingeschränkt. Sie sieht nicht. Sie schlecht oder nicht? Nee, sie ist blind. Also sie sieht hell dunkel. Und ich finde, sie guckt mir in die Augen, aber das ist vielleicht mein Blick. Sie spricht nicht, so wie wir. Sie kann aber denken, verstehen, kommunizieren. All diese Sätze mit nicht, die sagen gar nichts darüber aus, wer wir sind. Also wir sind nicht definiert durch unsere Fähigkeiten. Das hat meine Tochter mich gelehrt. Weil zum Lachen zum Beispiel muss man ja nicht laufen können. Und zum Lieben muss man nicht sehen können. Und das klingt alles so lapidar und so total selbstverständlich. Aber ich habe gemerkt, das habe ich für mich selber erst lernen müssen. Wir waren jetzt beim Gesundheitsamt, als es auf die Einschulung zuging. Und da wurde dann auch untersucht, ne, was hat denn das Kind? Schuleingangsuntersuchung, das kennen eigentlich alle Eltern. Da müssen die Kinder normalerweise so Figuren zeichnen und irgendwelche Fragen beantworten. Und in dem Fall ging es halt auch um ihren Förderbedarf. Und ich habe dann gar gesessen und habe gedacht, oh, ich kenne das ja. Ne? Sagt doch, ich bin mehrfach behindert, spricht nicht, läuft nicht, da-da-da-da-da. Und währenddessen saß meine Tochter da und lächelte. Die hat so kleine Grübchen. Und die Ärztin hatte nur Augen für sie. Und als wir dann das Gutachten bekommen haben, stand da kinderneurologisches Gutachten, da standen die ganzen Diagnosen. Und dann stand da Kontaktaufnahme charmant. Also, Sie haben ja schon vor einigen Jahren, das war 2013, ein Buch über Lotta geschrieben. Lotta Wundertüte. Lotta Wundertüte, genau. Was Sie eben ja auch gesagt haben und Ihre Erfahrungen geschildert. Da kam sie gerade in den Kindergarten. Und jetzt ist sie 9 Jahre alt, Lotta, hat sich entsprechend weiterentwickelt. Und dann kam, was Sie eben schon sagen, die Schulfrage. Wird das Leben mit Lotta leichter oder schwerer? Es wird insofern leichter, weil ich für mich nachts nicht mehr hader oder wach liege und mich frage, wird mein Kind ein glückliches Leben haben, also, weil die ist so glücklich. Die ist so witzig, da muss man nur was umschmeißen, dann ist die wahnsinnig lustig. Und sie findet sich selber sehr gut. Und sie findet die Welt auch gut. Aber was schwieriger wird, ist, dass sie schwerer wird. Na, also zum Beispiel, wenn ich zum Kinderarzt gehe, dann muss ich sie eine Treppe hochtragen. 2 von 3 Arztpraxen in Deutschland sind nicht barrierefrei. Und das, obwohl wir alle immer älter werden. Und das wird schwieriger, das wird anstrengender. Also ich finde immer noch einen, der mithilft. Die Kölner sind ja auch sehr nett und auch überall sonst in der Welt. Wir lassen uns da ja nicht aufhalten, aber es wird halt rein physisch irgendwann so ein bisschen anstrengend. Ja, ich muss ein bisschen mehr Muskeltraining machen. Sie sagen, die Menschen sind hilfsbereit und springen dann auch ein. Wie ist das allgemein? Ihre Tochter sieht man ja an, sie ist im Rollstuhl und man merkt auch an dem Äußeren, dass sie mehrfach behindert ist. Wie verhalten sich die Menschen heutzutage? Gucken sie eher lieber weg? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo man ist. Also bei uns im Viertel zum Beispiel ist das gar kein Problem, da kennt man sich. Da ist sie einfach Lotta. So, ne? Aber wenn ich jetzt sag mal, ich gehe in die Einkaufsstraße oder so, dann sehe ich halt schon, dass Leute weggucken, also als ob das Kind nicht da wäre. Ich kann das verstehen, ich hätte das früher wahrscheinlich auch gemacht. Also ich muss mir auch an die eigene Nase fassen und denken, naja, habe ich früher auch nicht anders gemacht. Unsicherheit. Ja, Unsicherheit, nichts falsch machen wollen, bloß nicht starren. Starren ist falsch. Es gibt Leute, die starren und neulich ist einer gegen eine Laterne gelaufen. Da hat mein Sohn, der dabei war, dann gesagt, dass es nur passiert, weil sie so schön ist. Und das stimmt, sie ist wunderschön. Er findet, ich sollte sie bei Germany's Next Topmodel anmelden, aber ich weigere mich und das ist ein Riesenstreitthema zu Hause. die ist sowieso viel zu jung. Ja, also es gibt immer wieder Leute, die unsicher sind. Also ich merke das auch bei Lesungen, dass mich Leute fragen, was mache ich denn dann am besten? Und was mache ich denn? Weggucken ist falsch, anstarren ist falsch, was denn dann? Na, einfach so sein wie immer. Das geht natürlich nicht, wenn wir eine
Leitung brauchen. Aber eigentlich haben wir ein Stichwort, das heißt Inklusion. Ja. Und es meint nicht mehr und nicht weniger als das Zusammenleben ja. von Menschen mit und ohne Behinderung, um diesen Begriff nochmal zu verwenden, den Sie ja gar nicht so gerne hören, Behinderung. Weil da gibt es ja andere Sachen. Ach, für mich ist das jetzt kein Problem. Also ich sage, also man kann auch besonders sagen, aber dann können Sie sehr seltsame Unterhaltungen führen mit anderen Müttern, die ihre Kinder auch sehr besonders finden und sie denken, aha, ja, behindert. Und dann dauert es eine Weile, merkt man, nein, die sind hochbegabt. Nur sehr besonders. Die sind alle sehr besonders. Ich habe mir da meinen Sohn zum Vorbild genommen, weil Behinderung ist auch nur ein Wort. Also behindert ist ein Wort wie blind oder blond oder klein oder süß oder charmant. Und für den enthält das keine Wertung. Aber ich verstehe das sehr, also wenn Lotta alt genug ist oder wenn sie... Jetzt könnte ich sie eigentlich bald mal wieder fragen, wie sie das gerne selber möchte. Und dann werde ich mich natürlich daran halten, weil das ist ihr Körper und ihre Behinderung und nicht meine. Aber Sie haben ja gesagt, dass sie nicht richtig spricht. Mhm. Das heißt, wie formuliert sie? Also erstmal sagt sie ganz viel mit der Mimik. Also die hat sehr, also wir haben neulich in der Schule gehört, das haben sie sehr gut hingekriegt mit der Mimik. Ich weiß aber nicht, ob wir das waren. Die lächelt, die zieht die Stirn kraus, wenn sie was nicht findet. Und dann haben wir jetzt angefangen mit einem Sprachcomputer. Also die meisten kennen das vielleicht von Stephen Hawking. Der konnte das mit den Augen steuern, sie macht das mit dem Gehör. Also sie hat einen kleinen Kopfhörer im Ohr und dann hat sie einen Schalter hinterm Ellenbogen, den kann sie drücken. Und dann hat sie ein iPad, das leider nicht so viel kostet wie ein iPad, sondern ungefähr 10-mal so viel. Und dann hört sie zum Beispiel im Ohr, ich habe Hunger, ich bin satt, ich habe Hunger, ich bin satt. Und sie muss dann drücken, wenn das kommt, was sie sagen will. Ach. Dann sagt eine Kinderstimme ganz laut, ich habe Hunger. Sie hat immer Hunger. Das ist ganz eindeutig meine Tochter. Und der Satz, den wir am meisten hören, ist, mir ist langweilig, was machen wir jetzt? Aber ich muss noch mal fragen, Frau Roth, Sie haben das zweite Buch jetzt geschrieben darüber, über lila Schultüte, nicht mehr Wunder, Schultüte. Und diese Erfahrungen, die Sie beschreiben, die sind schon so, dass man das Gefühl hat, es wird auch da, nicht nur, weil Lotta schwerer wird, es werden immer mehr Hindernisse, die Sie überwinden müssen. Naja, klar, also in der Kita waren wir in einer inklusiven Kita. Da hatte sie eine Fachkraft, die sie begleitet hat die ganze Zeit. Das heißt, sie war mit 15 Kindern in einer Gruppe und dann war ein Erwachsener mehr dabei, der sie begleitet hat. Und als wir in die Schule gingen, also auf die Schule zugingen, habe ich mir gedacht, naja, wir machen das weiter. Es gibt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, die wurde 2009 ratifiziert. Das ist dasselbe Jahr, in dem meine Tochter geboren wurde. Das sind jetzt fast schon 10 Jahre. In NRW hat man Rechtsanspruch auf eine inklusive Schule. Und dann habe ich mir inklusive Schulen rausgesucht und bin dahin. Und... naja, an einer hat zum Beispiel, eine Schule war inklusiv schon sehr lange, hatte festangestellte Sonderpädagogen, Ergotherapeuten und einen Aufzug, also wirklich gut ausgestattet. Und die haben nur gesagt, nee, also gewickelt wird hier nicht. Das ist die Grenze, das können wir hier nicht. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich so richtig gegen Mauern gelaufen bin. Also dass ich richtig gemerkt habe, okay, du bist jetzt hier nicht willkommen. Und das war natürlich im ersten Moment persönlichen Schock, es war aber auch nicht böse gemeint. Ich habe mir nachher versucht, einfach zu sagen, warum sagt dieser Rektor das? Ich habe ja auch Freunde, die Lehrer sind. Mein Mann kommt aus einer Lehrerfamilie. Was fehlt denn den Lehrern? Was fehlt Menschen, dass sie Angst haben vielleicht vor meiner Tochter? Dass sie sagen, ich möchte die nicht in meinem Klassenzimmer haben, weil ich kann denen nicht gerecht werden. Also was brauchen Lehrer, damit das so gut funktioniert wie eben in Lottas Kita? Und deswegen auch das Buch ein bisschen auf die Suche mich begeben nach, was funktioniert denn, was braucht man, was braucht man nicht, was würde ich mir wünschen, wie sind denn Förderschulen wirklich? Ist da so meine Position? Es ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ja, es klingt ja trotzdem so ein bisschen durch, dass durch dieses immer mehr Hindernisse und Hürden überwinden müssen, dass das auch zermürbend sein kann. Ja, ist anstrengend, klar. Klar. Wie gehen Sie dann persönlich um? Es ist ja auch Yoga mache ich nicht. Bitte? Ich mache kein Yoga. Essen ist auch gut. Schlafen, ja, also ich sag mal so, einmal habe ich ja meinen kleinen Akku, das sind meine Kinder. Also wenn es nicht so gut läuft, ich meine, da kann ich mich ja aufladen. Also wenn ich meine Tochter glücklich machen kann oder wenn mein Sohn meine Tochter glücklich macht, die sich gegenseitig so beömmeln und dann eine halbe Stunde lang lachen, die kann lachen wie ein Lachsack. Die ist wie eins dieser YouTube-Videos, die sie angucken, wo Babys lachen und denen laufen die Tränen runter. Danach geht ihnen alles, dann geht es ihnen gut. Welche ist die Person, die ihre Tochter am meisten liebt? Oh, das müssen Sie sich fragen. Und das ist eine fiese Frage für eine Mutter. Ja, ich würde sagen, der Bruder ist sehr, sehr weit oben. Also natürlich ihre Eltern, hoffe ich doch mal. aber ich würde sagen, ihr Bruder ist der... Die beiden sind ein super Team. Also das ist auch gegenseitig. Das ist jetzt nicht nur der... Heißt er nicht auch Ben? Ja,
Genau. Ah, guck, das ist auch ja. Band. Zwei Jahre schöner älter Name. Als Lothar. Ja, genau. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Wie belastend ist die Situation, die ja schwer ist? Man muss ja immer wieder etwas Besonderes hinkriegen für Lothar. Wie also, belastend ist es eigentlich für Ihre Ehe? Hi. Wie ist mein Mann zu Hause? Ich glaube, es läuft ganz gut. Als ich eben gegangen bin, war es noch alles gut. Also, ich sag mal, das sagen Ihnen ja alle. Ne? Also, wenn Sie so ein Kind kriegen, was dann viel im Krankenhaus ist und wo dann der Verdacht auf eine Behinderung im Raum steht, dann sagt Ihnen jeder als erstes, kümmere dich auch um dich selbst. Also, denk an dich. Wo ich denke mal, ja, klar, wann denn? Und die ganzen Ehen werden geschieden. Und das steigt, also klar, mit Kindern mit Behinderung steigt das Scheidungsrisiko, es steigt das Risiko für Geschwisterkinder an Depressionen zu erkranken oder sich einfach zu viel zuzumuten. Es steigt das Armutsrisiko und das ist wirklich ein Skandal. Man kann sich ja rüsten gegen die Wahrscheinlichkeit. Ne? Also wir können ja, wenn das Gute ist ja, wenn man weiß, die Wahrscheinlichkeit steht gegen mich, dann kann ich ja was dagegen tun. Ich kann ja den Kampf aufnehmen. Es ist ja das Gleiche, wie wenn da eine Treppe ist, dann kann ich sagen, blöde Treppe, aber ich kann auch versuchen, hochzukommen. Und das geht ja noch. Ja, und ich glaube, was Sie in Ihren beiden Büchern beschrieben haben, ist, dass auch glückliche Familie so geht. Ja. Danke, dass Sie da sind. Grüßen Sie Ihre Tochter Lothar. Sandra Roth. Vielen Dank. Das Wesen solcher Runden ist ja, dass die unterschiedlichen Lebenswege und Lebenserfahrungen zusammenkommen. Und jetzt gehen wir von, ich sag mal, von Lothar. Ja, wobei ich sagen muss, zu Ben und Lothar, es sind ja nicht die echten Namen, wenn wir es noch kurz aufklären wollen. Das sind die Namen, die ich mir in der Schwangerschaft gewünscht habe und die ich dann nur fürs Buch genommen habe. Insofern, aber dann vielleicht doppeltes Kompliment. Ja, ja. Also da fallen mir andere Namen ein, wenn ich an Ben Becker denke. Gerade Caligula, dieser römische Kaiser, der zum Gewaltherrscher wurde, von dem viele gesagt haben, der ist hinterher komplett durchgedreht, ja, exzentrisch alles. Das ist eine Rolle, für die du... Da wäre ich vorsichtig, wie Sie diese Rolle jetzt interpretieren. Und da lehnen Sie sich gerade ein bisschen weit aus dem Fenster. Und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Ja, das würde ich auch hoffen. Denke ich. Ben kommt übrigens, der Name Ben, das kommt ja aus dem Jiddischen. Mhm. Und Ben ist der Erstgeborene, ist der große Sohn. Und Benjamin, weil man immer denkt, ich heiße Benjamin, das ist der Zweitgeborene. Ben ist der große Sohn, Benjamin der Zweite. Ich habe aber nur einen. Du hast nur einen? Ich habe nur einen Sohn. Dann Mann, hau rein. Wir brauchen noch einen Benjamin. Nee. So, jetzt zu Caligula. Ja, Dankeschön, Herr Becker. Ich freue mich sehr. Eine Ehre. Ja, natürlich. Jedenfalls, um das mal kurz weiterzusagen, wirst du für diese Rolle, du siehst mich plötzlich, können wir auch machen, ist okay. Quatsch, Herr Becker. Kann doch duzen. Gut, machen wir es wie immer. Du wirst für diese Rolle umjubelt. Ich wollte doch mal ein Kompliment loswerden. Und dann haben wir die zweite große Rolle, Judas. Auch eine sehr schwierige Rolle, schwierige Persönlichkeit. Und du hast einen Riesenerfolg mit dieser Rolle. Warum sind es diese schwierigen, ja fast exzentrischen Persönlichkeiten, die dich besonders reizen? Weil ich mich ungern langweile. Und weil ich dusseligerweise zu viel Fernsehen gucke, tatsächlich. Und letztlich zu mir selber sage, bist du eigentlich blöd, dass du dich so dusselig ablenkst. Weil ich eigentlich lieber gute Bücher lese und weil ich mich eigentlich lieber mit guten Literaten auseinandersetze, weil mich große Texte interessieren und die mich auch nicht loslassen. Und wenn ich mich da verbeiße, dann lasse ich auch nicht mehr los. Da bin ich wie so ein kleiner Bullterrier. Dass du Schauspieler geworden bist, eigentlich nun wirklich kein Zufall. Schauspielerfamilie und zwei Väter, der leibliche Vater und der Erziehungsvater. Wir haben vorhin über ihn geredet, über Otto, ja? Ja, weil ich Otto Sander mal in der Sendung hatte und der eine ganz tolle... Du hattest mal eine sehr schöne Sendung mit ihm. Ja, war auch ein ganz toller... Nach wem bist du mehr geraten? Das eine ist so Eigenblut, da habe ich manchmal ein bisschen Angst vor. Also auch vor dieser Energie und vor dem Jähzorn, vor dieser Kraft. Von Rolf Becker. Das ist Rolf.
Und von dem anderen habe ich gelernt, wie man Gedichte vorträgt. Leider ist mein Koffer, hast du ja vorhin gesagt, abhanden gekommen. Ich habe nämlich extra noch, ich habe noch was mitgebracht, also Gedichte. Von dem habe ich gelernt, wie man liest, wo man ein Komma setzt und was ein Semikolon zu bedeuten hat und wie man an Geschichten rangeht. Und da, glaube ich, habe ich beim Otto unheimlich genau aufgepasst und bin ihm dafür auch wahnsinnig dankbar und versuche das auch sozusagen da so ein bisschen ihm hinterher zu gehen und deswegen auch meine große Liebe zum Theater und meine große Liebe zu einem Live, also einem echten Publikum und meine Abneigung zur Glotze. Die du immer anstellst. Die ich immer anstelle, ja, genau. Ja. Jetzt hat sie mich. Ja. Das Verführung, Leute. Geht doch. Nee. Aber gut, du machst ja sozusagen dein persönliches Gegenprogramm. Hat sie mich erwischt, muss ich leider sagen. Aber du machst ja dein persönliches Gegenprogramm. Und wir haben jetzt einen Ausschnitt aus Judas ausgewählt, wo man merkt, mit welcher Kraft du im Grunde genommen in diese Rollen reingehst. Bitte sehr. Okay. Das Gezeter der Frommen in aller Welt, Judas, Gottes verworfener Sohn. Nein, das habe ich nicht verdient. Ja, nicht nur am Bart, den du hier trägst, dass du Otto Sander immer ähnlicher siehst. Stimmt. Abgesehen vom Gewicht. Bitte? Dass du Otto Sander immer ähnlicher siehst. Findest du nicht? Weiß ich nicht. Nö, verstehe nicht. Beides nicht verstanden. Beides? Ich habe noch Nein. eins gesagt. Sie haben gesagt, dass ich Otto Sander was mache? Ähnlicher siehst. Immer ähnlicher sehe, abgesehen vom Gewicht. Ja. Okay, jetzt bin ich bei dir. Ja. Wir waren, mütterlicherseits komme ich aus einer Zirkusfamilie und die waren alle ganz gut gebaut. Also ziemliche Kanonenkugeln. Da komme ich hinterher. Das ist mit 55 ziemlich schwer dagegen anzugehen. Es sei denn, man hat nichts anderes zu tun, als jeden Tag irgendwie zum Kung-Fu-Training zu gehen, was mich nicht besonders interessiert. Ich lese lieber. Ansonsten. Ansonsten ist es so, Otto Sander immer ähnlicher. Das darfst du meiner Mutter nicht sagen. Aber ja, eventuell. Ich habe den Mann, es ist ein Jahrhundertschauspieler. Ja, aber ja, bin ich bei dir. Und, so. Und den habe ich sehr genau beobachtet und habe dem sehr genau zugeschaut. Und das ist mir irgendwo auch eine große Ehre, überhaupt, also eine Art von Schauspielerei, also wie ein Klaus Kammer oder so, Leute, die es gar nicht mehr gibt, ein Rolf Beusen. Ja, sowas darzustellen und zu sagen, ich verdammt nochmal spiele Theater. Ich gehe auf die Bühne und ich lese euch ernsthaft was vor. Ich kann mit Goethe und mit Rilke umgehen. Und ich mache nicht nur Fernsehen. Und das finde ich, Moment, Bettina. Ich sag doch gar nicht. Das finde ich, und das finde ich irgendwie, das macht mir, bereitet mir unheimlich große Freude, da auch in die Fußstapfen meines verstorbenen alten Herrn zu treten. Das klingt ein ganz kleines bisschen, als würdest du es beschwören. Ja. Es ist gut, dass du das sagst. Ich muss dazu sagen, dass ich den Otto, dein Vater,
einen deiner beiden sehr, sehr gemocht haben, natürlich bewundert auch auf unserer Schauspielkunst und am Schluss doch sehr traurig war, weil er so abbaute letztlich und weil er einfach, das ist ja kein Geheimnis, er hat immer sehr viel getrunken und das hat ihm am Schluss seines Lebens nicht mehr gut getan. Ist das für dich eine Warnung? Da kannst du noch so lange arbeiten und er hat lange gearbeitet. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Frage finde ich jetzt hier auch im Fernsehen, was ich sowieso bescheuert finde, obwohl ich viel Fernsehen gucke, ist mir die zu privat und hat finde ich doof. Weil der Mann, ich habe einfach 5 Jahre, saß ich dabei. Und das ist einfach, der hat auch sein Leben lang Marlboros geraucht oder was weiß ich. Ja, aber wer hat das nicht? Aber trotzdem frage ich nach was Privates, nämlich nach deiner Tochter. Und wenn du so ein intensives Vaterverhältnis hattest, sogar zu 2 Vätern, zu den beiden, wie intensiv ist das Verhältnis von dir zu deiner Tochter oder umgekehrt? Sehr. Das ist so wie Märchen. Also als ob wäre man als Prinz in eine Prinzessin verliebt. Also es gibt keine schönere Frau auf dieser Welt als meine Tochter. Und niemanden, den ich mehr liebe als du. Sie ist, vor wenigen Monaten ist sie 18 geworden und damit volljährig. Ja, die ist leider gestern tatsächlich zum 2. Mal durch die Führerscheinprüfung gefallen. Ist fix und fertig. Ich habe zu ihr gesagt, Baby, alle guten Dinge sind 3. Wird sie schaffen. Es gibt ja demnächst eine Sendung auf Vox, die heißt 7 Töchter. Es gab ja mal die Sendung, ich glaube, die hieß 7 Mütter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Du musst es wissen, warum du guckst so viel Fernsehen. Ja, wieso fragt denn Christiane? Ich frage einfach hier so in die Runde rein. Die ist hier wegen Science-Fiction-Film. Okay. Jedenfalls, diese 7 Töchter sprechen natürlich auch über ihre Eltern. Hast du ein ganz kleines bisschen Unsicherheitsgefühle, was sie wohl über dich erzählen könnte im Fernsehen? Du wirst es ja sehen, weil die Lotze ja läuft. Nein, ich war ja bei den Dreharbeiten dabei. Nein. Und natürlich. Und das ist ja immer, also das geht um Töchter von prominenten Eltern, irgendwie so. Und da habe ich gesagt, ich möchte das eigentlich nicht, da ich ja sowieso ungerne privat in die Öffentlichkeit trete. Und da habe ich gesagt, ich will auch nicht, dass ihr zu mir nach Hause kommt und da dreht, wie ich so tue, als ob würde ich mit der jetzt Hühnchen kochen oder so. habe ich aber gemacht. Einfach, ja. Habe ich gemacht. Nein. Ganz einfach aus dem Grund, weil das Mädchen in London studieren möchte. Und London ist ein teures Pflaster. Und wir haben wahnsinnig gut verhandelt. Und weißt du, die hat jetzt einfach mal 5 Mark auf dem Konto. Und da habe ich gesagt, okay, dafür dürfen die auch zu mir nach Hause in mein Wohnzimmer. Wenn sie denn da kommt Hühnchen sonst mitbringen. Keiner rein, das glaubt man. Ja? Und so hat die Klinik jetzt einfach 5,50 auf dem Konto. Und nächste Woche machst du die Führerscheinprüfung nochmal. Und ich sag dir, Rock'n'Roll, da kommt sie durch. Aber du kannst uns noch verraten, was sie studieren will in London. Was? Was will sie studieren in London? Weißt du das? Tierärztin. Nein. Nee. Das wissen wir alle noch nicht so genau. Ach so. Und ich finde auch, ja, dass die Frage ist privat. Das stimmt natürlich, aber wir wahrscheinlich. Das Mädchen ist 18, also sollst du dir, dann lad sie doch ein und fragst sie selber. Eine sehr gute Idee. Machen wir. Kann dich schon mal grüßen. Ben Becker, danke, dass du da bist. Ganz gute Überleitung, weil ich habe eben gesagt, das ist ja nun mal so, dass du gerne Rollen spielst, auch von Menschen, die sehr schwierig sind. Ja. Stichwort Judas oder Caligula oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, bei Marianne Segebrecht, dieser großen Schauspielerin, da fühlst du dich besonders wohl, liebe Marianne, wenn du freundliche, nette, gute Menschen spielst, wie in dem neuen Zweiteiler, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Ist das so? Also die ist sehr lebenserfahren, würde ich sagen. Und hat ja die Tochter aufgezogen, erklärt ja auch zwischendrin, als sie mit dem Mann kommt, dem Dunkelhäutigen, dass sie, wo sie jung war, mit einem dunkelhäutigen GI zusammen war und der konnte tanzen. Also die hat ganz schön was gelebt und erlebt
Und so jemand würde ich mir auch wünschen als Tochter, wo niemand da ist. Und dann geht sie auch her, die hat Fürchterliches, muss sie erleben. Und ich kann das immer nur mit nachleben, weil sie wird ja dann nach 40 Jahren, wird sie ja von der neuen Herrin, der wunderbaren Gisela Schneeberger, wird sie rausgeschmissen, an die Luft gesetzt, mit dem Dackel, der dann noch überfahren wird. Wo, das ist ja meine einzige. Jetzt verrat doch nicht alles, Marianne. Wir sind mitten im Zweiteiler, Marianne. Wir sind mitten im Zweiteiler von dem Geschichte schon. Aber ich meine, als ich das gespielt habe, war das so tief, dass das ganze Team mit geweint hat. Also ich kann, und nachher ist sie auch ganz schön. Ja, klug und rachesüchtig und was halt einen Menschen eigentlich ausmacht. Es geht um Bier Royal, das wird auch schon groß propagiert und annonciert vom ZDF, dieser Zweiteiler. Und da spielst du halt tatsächlich diese Haushälterin und du bist mitten in einer Erbstreitigkeit, mitten in einem großen Familienstreit. Und den einen der Hauptdarsteller hast du auch schon erwähnt, nämlich den Dackel. Das ist eigentlich ein Film für mich, nur begeht der Dackel Selbstmord. Und da war ich doch konsterniert, muss ich sagen. Ich finde, da geht Fernsehen zu weit. Ja, das, ich meine, das, aber damit wir noch mal genau sehen, worum es geht, werden wir dich in dieser Rolle und in diesem Bier Royal jetzt mal kurz sehen, liebe Marianne. Hatte Brauerkönig eine heimliche Liebe. Schönes Brüdel, oder? Ja, spinnst jetzt du komplett. Wieso? Weil du da so eine Story auftischt, dass der Hofstädter Franz Xaver und du ein Geheimgespuse gehabt habt. Kneißl, jetzt müssen wir aber los. Ja, Kneißl, wo bist du denn, Basi? Kneißl, nein! Das ist mein Kneißl. Wo ist ihn denn? Wer hat ihn denn umgefahren? Ich muss ihn doch gesehen haben. Der Kneißl ist tot. Überfahren. Okay. Ja, ich hab ihn dabei. Ah, warum denn? Der Franzl hat sich gewünscht, dass der Kneißl hier im Garten beerdigt wird. Der Kneißl wird bestimmt nicht hier beerdigt. Ja, aber ich habe ihn dabei. Na, dann nehmen Sie ihn wieder mit. Ich habe aber auch noch Rechnungen dabei vom Tierarzt und die letzte Futterrechnung. Und dann habe ich da auch noch eine Taxirechnung zum Tierarzt. Das sind dann summa summarum 748,75. Das Geld hätte ich noch kriegen. Marianne Segebrecht. Ja, da bist du die gute Person, nicht als Einzige natürlich oder so. Und Gisela Schneeberger, die wunderbare, ist nun mal auf der anderen Seite in diesem Zweiteiler. Du bist eine tolle Schauspielerin und du spielst immer weiter. Es gibt ja im Schauspiel keine Altersbegrenzung. Man kann ja spielen, bis man nicht mehr kann. Wie der Dackel endet. Ich wollte es nicht sagen. Zahle. Ist selten in Deutschland, aber wir durften alle noch mit unserem Alter eine Person spielen, die das Alter hat. Also 60, 73 und richtige Frauen wie die Ulrike Kriener, Ende 50. Aber das gibt es doch fast gar nicht mehr. Das ist doch herrlich. Trotzdem die Frage an dich. Ist es für dich eigentlich immer noch etwas Überraschendes, wenn du mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen spielst? Kannst du von denen noch was lernen oder lernen die eher was von dir? Also es ist ja ein Gesamtkonzept. Wir lernen ja immer voneinander was und das hat ja mit der anderen Seite zu tun. Also für mich ist wichtig, ob die andere Seite mit mir reagiert und sich einbringt. Der Herr Fred Stillkraut, ja, ein großes Glück, ne? Das ist doch so ein wunderbarer, tiefer Mensch. Und wenn der sich auf mich einlässt oder eben die jungen Kolleginnen, ich mich auch. Und ich muss eins sagen, wenn die jungen Kolleginnen, die noch ganz Jüngeren von der Schauspielschule kommen, da ist es oft sehr dramatisch, weil sie nicht gelernt haben, dass sie demütig sein sollen, dass man mit dem Team gut umgeht, dass man ein Gesamtkomplex ist. Na, und dann muss ich ehrlich sagen, dann ziehe ich mich zurück und sage, ich hänge den Himmel höher und jetzt kannst du toben und machen und musst du lernen. Und Giancarlo Giannini hat mal zu einem jungen Mädchen gesagt, die hat gesagt, ich spiele Method Acting. Und meine Schauspiellehrerin hat gesagt, ich darf jederzeit, darf ich stoppen. Mitten in Rom auf der Straße darf sie stoppen. Warum? Weil der Mann, mit dem sie kommunizieren sollte, nicht direkt Antlitz in Antlitz war. Und deshalb hat sie 6 Kilometer Zug gestoppt und sie darf das. Und hat sie noch
getobt und geschrien. Und der Giancarlo hat gesagt, weißt du, Mädchen, du bist noch so jung, ein junges Fohlen. Aber weißt du, für was wir bezahlt werden? Fürs Warten. Und wir haben genau einen Tag und wir müssen lernen zu warten. Und wenn es dann losgeht beim Film, dann kommt der Blitz und dann kommt das Licht. Und das erfordert Demut, finde ich. Aber dieses Wort von dir jetzt, Demut, ja, oder auch vernünftig sein, auf dem Boden bleiben, ist ja was, was du als Prinzip in deinem Leben sowohl privat wie als Schauspielerin durchgezogen und beherzigt hast. Ich meine, du warst, das muss man einfach mal sagen, wir erinnern uns, Out of Rosenheim, du warst in Hollywood ein Kultname, Marianne Segebrecht damals. Es war großartig, da träumen andere von. Und du hast irgendwann gesagt, oh, ich gehe jetzt mal schön zurück nach Bayern. Das ist auch sehr schön, nicht nur in Hollywood. Nee, also es geht ja immer um Entscheidungen. Ja. Das heißt, wenn man eingeladen wird, Rosenkrieg, ne? Michael Douglas und so weiter, ich wurde eingeladen und durfte dort spielen. Aber eigentlich nicht, weil ich war kein Gewerkschaftsmitglied und man hätte eine Schauspielerin nehmen müssen, die schon da lebt und so weiter. Die beiden, Michael Douglas und Danny DeVito, wollten das. So, dann muss man, das ist Studio, dann muss man, wenn man ein Cameo hat, wie es so schön heißt, eine Nebenrolle, einen Vertrag zusätzlich unterschreiben, dass, wenn das ein Erfolg wird, dass man weitere 5 Jahre, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Christine, dort bleibt. Kenn ich nicht. Ja, und bleibt am Heiligen Waldhügel mit dem Rücken zum Hügel. Und es kann sein, dass gar nichts kommt. 3 weitere Filme können kommen. Man spielt vielleicht eine Nazi-Figur. Das ist ja sehr gern angeboten für deutsche Schauspieler. Na, ja, es ist halt so. Und dann kann man nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Und ich hatte in Deutschland ein Drehbuch gebracht zu einer Filmproduktion. Und Michel Piccoli hat ja gesagt, mit uns das zu spielen, Schiri Weiß, Martha und ich. Und das war auf dem Wege. Und das wäre komplett in den Fluss gegangen. Und da muss man halt entscheiden. Und ich hatte meine Mutter bitte zu Hause mit meiner Tochter. Wir haben zusammen gelebt. Und es ist eine Vereinbarung. Man bleibt zusammen. Ich bin nicht 5 Jahre dort drüben, tralala, und meine Mama ist alleine und meine Tochter. Nee, das mache ich nicht. Und das muss man halt entscheiden. Und ich bereue nichts. Ja, wenn ich das so höre, ja. Das ist so. Dann bist du eine Frau, die dich nicht so vom Scheinwerferlicht locken lässt, sondern Selbstbestimmung ist das, was du möchtest. Was wirklich wichtig ist. Du bist nach Hause und wie gesagt, du drehst bis heute weiter. Und irgendwo bist du für mich immer eine Frau gewesen, die sehr unkonventionell auch gelebt hat. Die gelebt hat, was sie wollte. Du hast ja auch mal so eine Kleinkunstbühne aufgemacht. Mhm. Das war so ein Mittelding, glaube ich, zwischen Bühne und Kneipe, wenn ich es richtig im Kopf Schritt habe. Schritt für Schritt, ja. Und dann bist du wunderbar. Das hast du gemacht. Da bist du unkonventionell rangegangen, hast auch ein Risiko auf dich genommen. Und gleichzeitig warst du immer so ernsthaft und hast schon als Jugendliche dich mit Sterben auseinandergesetzt. Mhm. Diese Pole muss man ja mal zusammenbekommen. Also ein wildes Ding, ein wildes junges Ding, was auch künstlerisch arbeiten will. Und dann sowas auch in sich gekehrtes und jemand, der ganz jung sich um Sterbende kümmert. Was hat dich da dazu gebracht? Man kommt ja schon so auf die Welt. Weil ich glaube ganz fest, jeder kommt auf die Welt, hat sein dramaturgisches Buch unterm Arm und da ist der Weg eingeschweißt. Aber man kann sagen ja oder nein. Man kann sagen ein Tee, ein Kaffee. Aber einen bestimmten Raum wird man intuitiv einnehmen. Und der Pfarrer, also Gott sei es gedankt, der erste Pfarrer war ich 7 Jahre alt, habe schon aus der Bibel gesprochen, meine Mutter hat Himmelangst gehabt. Ja, wo kommt denn das her? Wo spricht die denn? Warum spricht die so? Und dann hat mein Pfarrer mich gespiegelt und hat gesagt, Merle, du bist eine alte Seele als katholischer Pfarrer. Und da sind viele, viele jetzt gekommen nach dem Krieg, die nicht traumatisiert sind, die in einen Körper gegangen sind und die Menschen in den Arm nehmen und die einfach Liebe geben und eine andere Haltung haben. Und das habe ich dann mit Freude angenommen. Und ich durfte viele Gedanken aussprechen, also in der Spiegelung. Und das war wunderbar. Und der zweite Pfarrer, der Kaplan, der war ein katholischer Kaplan, ein großes Glück. Der hat in Indien studiert mit. Der hat eigentlich sehr viel buddhistische Strukturen in den katholischen Teppich gewebt. Und das war auch mein großes Glück. Und der hat mich eben mitgenommen ins Krankenhaus. Er hat gesagt, Merle, du mit deiner Ruhe, da gab es noch keine Hospize, und dann gehst du mit mir mit deiner Stimme, und ich mache die heiligen Sakramente, und du nimmst den Arm und liest. Und das habe ich mit großer Liebe gemacht,
Und ich schreibe gerade ein Buch, das heißt, ich umarme den Tod mit meinem Leben. Und da habe ich eine Szene drin, die ist so berührend, dass ich dann weinen musste, weil eine Frau dann in meinen Armen, ich bin mit ihr eingeschlafen und dann in meinen Armen hinüberreisen durfte. Und jetzt ist so, dass ich Gott sei Dank den Menschen meinen Glauben erzählen darf. Aber darf ich noch mal einmal eben da bleiben? Ja. In deinen jungen Jahren, ja, hat dich dieses Sterben, dieses Dabeisein beim Sterben, nicht auch geängstigt oder erschreckt? Nee, nee, wir durften ja als Kinder schon im Dorf natürlich, ne, war das ganz natürlich. Und wenn die Bäuerin, die ich so geliebt habe, wenn die dann eben heimgegangen ist, durften wir, ich mit meiner besten Freundin, ihre Mama, da sitzen, Hand halten, am nächsten Tag noch mal sie besuchen. Dann sind die Menschen gekommen, sie war aufgebaut und ich habe sie noch mal geküsst auf die Wange und ich hatte nie Angst, überhaupt nie. Und das war in mir schon total drin und ich habe zum Kaplan gesagt, ich möchte so gerne, also da war ich 12, mit den Menschen, die jetzt gehen, hinübertauchen auf die andere Seite und ich möchte sehen, dass die da gut ankommen und angenommen werden und dass alles so ist, wie ich mir das, also gehört habe, dass da Liebe Jahren. Ist. Ja, und dann hat er gesagt, du kommst schon mal, du bleibst mal hier. Ja, du kannst jetzt von hier. Auf der Seite. Ja. Ja. Das hat dich ja. Wenn du sprichst, kommt aus dir eine solche Wärme heraus und so eine Mitmenschlichkeit, die du dazu ja auch gebraucht hast. Und das hat dich dein Leben lang im Grunde genommen so, also es hat eine Art Leitfaden dir gedient. Und du bist ja heute sehr aktiv auch und bist auch Patin für ein Hospiz in München, für einen Hospizverein. Und du gehst regelmäßig auch zu Sterben und liest ihnen vor. Ich frage mich immer, wie bekommst du Kontakt zu einem Menschen, den du erstmal gar nicht näher kennst und liest ihm vor und stützt ihn? Wie geht das? Also ich darf das so erklären, also es läuft so ab, es gibt natürlich dort ein Programm. Also wichtig ist, dass der Mensch im Hospiz nicht hier stillgelegt wird und dass er sich nicht mehr rühren kann, sondern der Schmerz wird erstmal durch die palliative Medizin fast weggenommen. Ja, wir sind schon da sehr weit. Ich komme ja auch aus der Medizin. Ich bin ja auch medizinisch-diagnostische Assistentin, habe ich gelernt. Und da ist eben so, dass man dann da ist, man wird zum Frühstück gebracht. Man kommuniziert, dann heißt es an dem Nachmittag wird gebacken zusammen und so. Und man soll eben nicht da liegen, sondern man soll noch lebendig das alles erleben, bis dann langsam die Dimension kommt. Und die haben eine Liste und da steht schön drin, so und so vielten, Marianne Sägebrecht kommt zu euch zum Lesen, da bringe ich immer schöne Musik mit, ja, die ist auch wichtig. Und dann haben wir diesen großen Raum und dann kommen sie. Mit den Betten werden sie gebracht oder ich gehe nicht in die Zimmer. Also mit den Betten und dann einer macht sich noch Löckchen und der macht sich noch mal schön und eine Frau will noch mal eine Perücke. Wir gehen zur Marianne. Also ist so nicht, was man jetzt manchmal so bösartig sagt, ja, seid vorsichtig, die Marianne kommt ins Hospiz, vorsichtig. Nein, die wissen das. Und diese Altersstrukturen kennen mich auch. Und man glaubt nicht, wie das dann abgeht. Die singen dann, wir singen dann. Also Freude, schöner Götterfunken das letzte Mal. Und da glänzen die Augen noch mal oder ein Schiff wird kommen noch mal. Weil die sagen, wir sind noch am Leben. Und wir wollen nicht hier die Gesänge der Wale spirituell uns nur noch anhören. Ja. Marianne! Marianne! Das ist... Ja. Wenn ich mir dein Leben angucke, was du alles gemacht hast, du bist als Schauspielerin, wirst du verehrt und die Menschen freuen sich, wenn du kommst, auch wenn du mit ihnen dem Abschied entgegengehst. Du bist eine reiche Frau und ich danke dir, dass du hier bist. Alles Liebe für dich. Ja, danke euch. Vielen Dank. Das war's, meine Damen und Herren, für heute im Kölner Treff. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen wunderbaren Gästen, beim Kölner Publikum hier. Von wo auch immer Sie waren. Nächste Woche sind wir dabei, übrigens unter anderem mit Heino. Ja, ich freue mich drauf und wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss zusammen. Vielen Dank.